Frau Dreyer, ich habe vorhin sprechen können mit Thorsten Schäfer-Gümbel und habe ihn gefragt, in der Dramatikskala von SPD-Parteitagen, wo er diesen einordnet. Wo ordnen Sie denn diesen Parteitag ein? Ja, das wird schon ein sehr turbulenter Parteitag werden und es ist immer ein bisschen schwierig mit Prozenten, aber ich würde schon sagen, im oberen Bereich irgendwo, denn die Kontroversen sind doch groß. Nichtsdestotrotz hoffe ich auch, dass es ein lebendiger Parteitag wird mit all den unterschiedlichen Meinungen und dass wir am Ende dann doch zu einem guten gemeinsamen Ergebnis kommen. Das sollte das Ziel heute sein. Sie sagen lebendiger Parteitag. Manche Beobachter haben im Vorfeld auch von einer Zerreißprobe gesprochen. Wie groß ist der Riss oder wie groß sind die Unterschiede in der Auffassung über das, was jetzt passieren muss innerhalb der SPD? Ja, die Unterschiede sind sehr groß. So würde ich das schon sehen. Wenn man an der Basis unterwegs sind, gibt es doch ganz, ganz viele Genossen, Genossinnen, die wirklich absolut gegen eine große Koalition sind. Es gibt andere, die sind offener. Die sagen auch, das ist der einzige Weg, den wir gehen können. Andere präferieren einen Mittelweg. Also wir haben da schon ein bisschen was zu tun. Und deshalb plädiere ich wirklich auch nachhaltig dafür, dass wir in offene Gespräche gehen, ergebnisoffene, uns an Themen orientieren und dann den Weg bestimmen. Einer der Mittelwege, die Sie gerade angesprochen haben, ist ja beispielsweise der, dass man möglicherweise eine Minderheitsregierung toleriert, auch wenn das seitens der Union als auf wenig Begeisterung stößt. Warum halten Sie das für einen wahrscheinlichen oder sogar realistischen Weg? Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass die SPD sich natürlich nicht der Verantwortung verschließen wird, eine stabile Bundesregierung mitzuhelfen, zu bilden. Und deshalb wäre das ein möglicher Mittelweg, wo man sich wirklich auf wichtige Themen miteinander vereinbart, zum Beispiel Außen- und Europapolitik, sodass da auch Stabilität da ist, aber man doch nicht so ein enges Bündnis hat, wie man es bei der Großen Koalition hätte, sondern das Parlament über vieles dann eben auch entscheiden lässt. Warum denken Sie, dass das funktionieren könnte? Ich bin davon überzeugt, dass Deutschland durchaus auch mal so einen Schritt gehen könnte. Wir haben ja auch eine lebendige Demokratie und ich denke, das wäre schön, wenn das Parlament auch ein bisschen mehr wieder in den Fokus, in den Mittelpunkt gestellt würde. Und das Ende der Großen Koalition war ja ein ganzes Stück davon geprägt, dass die Gemeinsamkeiten eigentlich nicht mehr so sehr viel vorhanden waren zwischen der Union und zwischen uns als SPD. Das heißt, wir müssen kämpfen darum, um den Weg, der der richtige Weg ist und ein Mittelweg könnte eine Minderheitsregierung sein. Aber auch da gilt, wir müssen offen in die Gespräche gehen. Jetzt sagen viele, die das auch als Beispiel durchaus mal durchdiskutieren. Sie sagen, okay, das funktioniert in Skandinavien teilweise schon mal ganz gut. Aber kommt dann auch der Einwand, da gibt es keinen Bundesrat. Jetzt sind Sie als Ministerpräsidentin natürlich auch an anderen Entscheidungsprozessen durch sehr intensiv auch beteiligt. Vor dem Hintergrund, dass der Bundesrat ja jetzt schon bei der Gesetzgebung irgendwie ordentlich mitmischt und durch die verschiedensten Regierungskonstellationen, die wir haben, das Ganze ja auch überhaupt nicht einfach ist. Ist es vor diesem Hintergrund eine realistische Option? Also der Bundesrat macht die Sache insgesamt sehr kompliziert, egal wer die Regierung stellt, weil wir haben einfach sehr viele unterschiedliche Konstellationen. Aber der Bundesrat ist umgekehrt auch ein gutes Beispiel dafür, dass man trotz unterschiedlicher Konstellationen es auch immer geschafft hat, wirklich auch irgendwann zu einem Konsens zu kommen. Und wenn man sich die letzte Legislatur anbetrachtet, dann sieht man auch, dass fast alle Gesetzesvorhaben wirklich auch passiert haben, den Bundesrat. Das heißt, es ist Arbeit, Demokratie ist sehr lebendig, aber es ist natürlich auch eine große Herausforderung, ohne Frage. Das wäre ist aber auch bei einer großen Koalition. Auch da sind die Mehrheiten im Bundesrat nicht ohne weiteres klar. Sigmar Gabriel, Ihr ehemaliger Parteivorsitzender und jetziger geschäftsführender Bundesaußenminister, hat gestern gesagt, es hat nicht an der großen Koalition gelegen, dass wir so schlecht abgeschnitten haben, sondern an anderen Faktoren. Hat er recht? Es gibt viele Gründe, warum wir so schlecht abgeschnitten haben. Und ich würde auch nicht per se die Große Koalition dafür verantwortlich machen. Aber wir waren nicht erkennbar. Und je länger eine Große Koalition amtiert, umso stärker werden die Ränder. Dass die AfD so stark eingezogen ist im Bundestag, hat auch damit zu tun. Und ich glaube, die SPD hat tatsächlich auch das Problem, nicht erkennbar zu sein. Und deshalb gibt es das Bedürfnis, sich zu erneuern, erkennbar zu sein und auch eine klare Linie zu verfolgen. Das ist so eine Position, an der ich dann immer mich frage, wie das möglich gewesen ist in dieser großen Koalition. Sie haben gerade in den ersten zwei Jahren sehr viele Gesetze verabschiedet, auch gemeinsam mit der Union, die sehr sozialdemokratische Gesetze waren, die sehr viel sozialdemokratische Themen untergebracht haben. Mindestlohn, Rente 63 bzw. nach 45 Beitragsjahren, vieles, vieles mehr. Warum ist es Ihnen nicht gelungen, das den Leuten auch zu vermitteln, was Sie da tatsächlich gemacht haben? Naja, gute Frage, aber es war tatsächlich natürlich so, die SPD hat sehr viel erreicht in dieser großen Koalition. Und dennoch, wenn CDU-Mitglieder herumlaufen und sagen, sie haben
haben dafür gesorgt, dass es in Deutschland einen Mindestlohn wird, dann wird schon klar, warum Bürger und Bürgerinnen eigentlich die Erkennbarkeit nicht mehr so richtig einordnen können. Also wir müssen klarer erkennbar sein und das heißt, was unser Auftritt betrifft, aber natürlich brauchen wir auch einen klareren Zugang nochmal zu unseren Themen und müssen deutlich machen, wir wollen Gesellschaft gestalten und zwar noch stärker, als es in der Vergangenheit der Fall war. Woran würde das denn erkennbar, beispielsweise bei der Tolerierung einer Minderheitsregierung? Ja, bei der Tolerierung ist natürlich der Vorteil der Tolerierung für uns als jetzige Opposition ist, dass wir nicht jeden Kompromiss mitzutragen haben. Die Große Koalition ist natürlich auch eine Kompromisskonstellation, erst recht mit der CSU. Und dort gab es ja viele, viele Kämpfe auch, an welcher Stelle kann die SPD überhaupt noch mitgehen und wo nicht. Und so könnte man sich vereinbaren an Punkten, wo man sagt, ganz klar, das ist vielleicht auch ein Kompromiss, aber da können wir auch mit unserer Linie uns durchsetzen, mit der CDU auch klare Vereinbarungen treffen, aber wir sind nicht dazu gezwungen, in Themen, wo es sehr schwer ist mit der CDU, ich sage zum Beispiel Arbeitnehmerrechte als ein Beispiel, wir sind nicht gezwungen, außerhalb der Großen Koalition uns da zu committen. Jetzt ist im Bereich des Möglichen, auch am Ende eines ergebnisoffenen Prozesses, eben auch eine Möglichkeit, dass die SPD tatsächlich Verhandlungen zu einer Großen Koalition führt, möglicherweise auch ein Okay der Basis bekommt, ist ja alles denkbar, ist ja ergebnisoffen das Ganze. Wenn es denn zu diesem Punkt kommen würde, wie würden Sie denn da sagen, wie würden Sie denn dann die Erkennbarkeit der SPD deutlicher machen, als das in der letzten Legislaturperiode war? Ja, ich glaube, die Leitlinien, die wir heute ja zum Vorschlag geben, abzustimmen, sind schon die Grundlage für eine Sondierung mit wichtigen Themen. Wir müssen natürlich wichtige Themen durchsetzen, aber ich glaube auch, das Miteinander muss Spielräume geben, dass man auch in einer möglichen Großen Koalition erkennbar bleibt als unterschiedliche Parteien. Und das wird eine Herausforderung werden. Wir sind noch lange nicht an diesem Punkt. Erst müssen wir jetzt mal miteinander besprechen, dass Gespräche überhaupt möglich sind, die Partei mit einbeziehen und dann wird man sehen, ob es eine Minderheitsregierung oder eine GroKo am Ende ist. Das alles ist offen. Malu Dreyer, Ministerpräsidentin in Rheinland-Pfalz, heute Morgen hier bei Phoenix. Vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind. Und wir schauen von der Stimme aus der Spitze der Partei irgendwie auf die Delegierten. Und da ist Sven Thomsen.